Was gibt es Schlimmeres, als auf dem Sterbebett zu liegen, über dein Leben nachzudenken und dir einzugestehen, dass du es verschwendet hast? Niemand von uns möchte voller Reue auf sein Leben zurückblicken. Deshalb schauen wir uns heute an, was du tun kannst, um deine Zeit nicht mehr zu verschwenden oder aus dem verdammten Trott des Alltags auszubrechen. Der Psychologe Jordan Peterson hat in einem seiner Vorträge die folgende Frage gestellt. Wenn du für 10 Jahre aufhören würdest, die Dinge zu vermeiden, von denen du weißt, dass du sie tun musst, wer wärst du dann? Es ist hart, sich einzugestehen, dass wir unser Leben lang vor schweren Entscheidungen und unseren Ängsten wegrennen. Doch gleichzeitig ist es eine unglaubliche Befreiung, das zu erkennen. Jeder von uns hat diese Stimme im Hinterkopf, die uns sagt, du solltest jetzt nicht noch eine Serie auf Netflix schauen, sondern zum Sport gehen. Oder du solltest aufstehen, wenn der Wecker klingelt, statt nochmal auf die Snooze-Taste zu drücken. Aber die meisten Menschen entscheiden sich für die leichtere Wahl. Und genau diese Entscheidungen führen dazu, dass sie ihre Zeit verschwenden und letztendlich ihr Leben. Es sind diese kleinen Entscheidungen, die dich schlechter fühlen lassen, auch wenn du nicht ganz genau erklären kannst, warum. Diese Entscheidungen, die von Angst und Bequemlichkeit gelenkt werden, geben dir das Gefühl, verloren zu haben oder sogar ein Versager zu sein. Doch wenn du es dir zur Gewohnheit machst, dich immer wieder für die unangenehmere Option zu entscheiden, wirst du Tag für Tag stärker. Wenn du Sport machst, statt Serien zu schauen, wenn du etwas Neues ausprobierst, statt alleine zu Hause zu sitzen. Wenn du die Frau ansprichst, die du so gerne kennenlernen möchtest, immer dann wirst du ein Stück stärker und selbstbewusster. Und auch wenn du anfangs nicht viel davon bemerkt hast, wirst du dich dadurch immer mehr von der grauen Masse abheben. Dann wird der Tag kommen, an dem du zurückblickst und dir bewusst wird, dass die letzten Wochen und Monate nicht einfach nur der gleiche Trott waren. Du wirst zurückblicken und spüren, dass du wirklich gelebt hast. Jeder von uns hat irgendwann in seinem Leben eine Wahl getroffen. Entweder die Verantwortung für sein Leben abzugeben und den Preis zu bezahlen, dass nichts, was du tust, zählt. Oder die Wahl, dass alles zählt, was du tust und die Verantwortung zu übernehmen, die damit einhergeht. Und vielleicht klingt es für dich nach diesem Video offensichtlich, dass du Verantwortung übernehmen solltest. Doch das ist es meiner Meinung nach nicht. Es ist verdammt angenehm, keine Verantwortung zu haben. Und es ist verdammt anstrengend, die volle Verantwortung zu übernehmen, um mit allem, was du tust, nicht nur Einfluss auf dein Leben zu haben, sondern auch auf das anderer. Doch wenn du immer wieder von deinen Ängsten wegläufst und dein Gewissen ausblendest, ist der Preis dafür Leid und Reue. Wie würdest du dich fühlen, wenn du die Dinge tust, von denen du weißt, dass du sie tun solltest? Wenn du deine Chancen nutzen würdest, statt sie an dir vorbeiziehen zu lassen? Das alles beginnt mit den kleinen Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. Wenn du dieses Video schaust und keine Lust hast, Notizen zu machen, obwohl es dir helfen würde, dann fange an zu schreiben. Wenn du die Wahl zwischen einem Salat und einem Burger hast, dann nimm vielleicht den Salat. Einfach um dich herauszufordern. Wenn du schon ewig darüber nachdenkst zu spenden, aber einfach zu geizig bist, dann mache endlich den Schritt. Wenn du stundenlange YouTube-Videos schaust, die du eigentlich gar nicht schauen willst, dann leg dein Handy beiseite. Jede einzelne dieser kleinen Entscheidungen macht dich stärker. Jede davon ist ein Schritt hin zum Leben deiner Träume und ein Schritt weg von deiner persönlichen Hölle. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Mein E-Book Dominiere dein Leben, 11 Regeln, mit denen du jedes Ziel erreichst. Klicke auf den Link in der Infokarte, um dir das E-Book kostenlos herunterzuladen. Es wird dir dabei helfen, dein Leben nicht mehr zu verschwenden. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.